Sehr geehrte Damen und Herren, sicherlich haben Sie auch in diesem Jahr an dieser Stelle wieder Ihr hochverehrtes, geliebtes Gesichtskino erwartet. Leider ist Gesichtskino aufgrund einer Unpässlichkeit derzeit nicht verfügbar. Aber er bat mich, ihn zu vertreten. Ich sagte zu meinem Freund Gesichtskino: Nein, liebes Gesichtskino, ich möchte dich nicht vertreten, auch wenn ich es gerne tun würde. Aber ich möchte nicht bekannt werden durch Funk und Fernsehen, so wie du. Da sagte mein Freund Gesichtskino zu mir: Das ist doch kein Problem. Du kannst doch im Kopfkino bleiben, auch wenn du mich vertrittst. Dies nur als kleine Anmerkung zu meinem Äußeren, denn ich möchte nicht auf der Straße von Ihnen erkannt werden. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Liebe Freunde, liebe Kollegen, liebe Verwandte des lieben Gesichtskinos, ihr Liebe Freunde, liebe Verwandte, liebe Kollegen, bitte entschuldigen Sie diesen kleinen Zwischenfall mit dieser eigenartigen Person. Sie haben ihn sicherlich auch trotz seiner Maskerade erkannt. Es war mein Mitläufer. So, ich habe ihn jetzt entfernt. Jetzt können wir zum Wesentlichen kommen. Herzlich willkommen, meine Lieben, auch in diesem Jahre. Und als erstes wieder einmal ein großes, großes, großes Dankeschön. Ein Dankeschön für eure lieben Glückwünsche an meinem Ehrentage, der diesmal genauso ist wie mein schöner Körper, nämlich rund. Ich habe mich wieder einmal sehr gefreut, dass ihr alle so zahlreich an mich dachtet und ja, ich konnte mir ein paar Tränen der Glückseligkeit nicht verdrücken, deswegen hat es dieses Jahr etwas länger gedauert, bis ihr mein Dankesvideo hier sehen könnt. Liebe Freunde des Gesichtskinos, ich muss noch etwas erzählen zum letzten Jahr. Wie ihr sicherlich wisst, hatte ich im letzten Jahr ein Gewinnspiel veranstaltet. Ich stummte einen Welthit und ihr solltet erraten, welcher Welthit es war. Und tatsächlich und wahrhaftig ist es einer wirklich sehr lieben Person, der ich es sehr gönne, gelungen, nach einem Dreivierteljahr unermüdlichen Ratens mit 6.824 abgegebenen Vorschlägen. Ist es ihr gelungen, den Titel zu erraten? Es war natürlich dann nicht mehr so schwer, denn so viele Titel waren ja dann nicht mehr übrig. Und zwar möchte ich jetzt sofort sagen, wer der Gewinner ist, beziehungsweise die Gewinnerin. Es handelt sich um meine liebe Freundin Kathy Z. Herzlichen Glückwunsch, meine Liebe. Du hast es geschafft. Du bekommst diese originale und signierte CD Maschinentanz der Weltklasse Combo FOD. Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, sie gefällt dir. Na klar wird sie dir gefallen. Du kennst die ja schon. Mein Gott. Und ich freue mich, dass gerade du diesen Preis gewonnen hast. Es ist mir eine ganz große Freude, ihn dir zusenden zu dürfen und freue mich schon auf das nächste Gewinnspiel und auf deine Teilnahme. Liebe Freunde, liebe Bekannte, liebe Fans, natürlich dürft auch ihr bei meinem nächsten Gewinnspiel teilnehmen, aber das soll heute nicht Thema sein. Ich wollte mich heute nicht so lange verquatschen wie letztes Jahr. Ach, da fällt mir ein, es gibt ja noch einen Trostpreis. Ja, da gab es doch meinen lieben Freund Roman, der auf Knien vor mir lag und gebettelt hat.
einen Trostpreis zu erhalten. Ja, lieber Roman, das kannst du nie wieder gut machen. Ich habe hier für dich einen super Trostpreis, nämlich diese tolle CD, handsigniert nur für dich, der Weltklasse-Kombo FOD, Maschinentanz. Liebe Freunde, liebe Fans, liebe Kollegen, liebe Verwandte, jetzt wird euch sicherlich auch noch interessieren, was denn überhaupt der zu erratende Titel gewesen ist. Es handelt sich um niemand anderes als And1 und Military Fashion Show. Ich verstehe überhaupt nicht, was das für ein Problem für euch war. Ihr seid doch alle Fans. Aber jetzt ist das Gewinnspiel ja vorbei. Die Gewinnerin ist benachrichtigt. Der Trostpreisgewinner ebenso. Bleibt mir eigentlich nur noch übrig, mich noch einmal zu entschuldigen für diese unmögliche Person, die versuchte, kinonym meinen Platz einzunehmen. Zum Glück ist es mir ja gelungen, diese zu entfernen. Bitte entschuldigen Sie nochmals diese Unannehmlichkeiten. Liebe Freunde, liebe Fans, liebe Verwandte, liebe Kollegen, ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt mir gewogen. Wir sehen uns sicherlich alle irgendwann einmal wieder im nächsten. Und da würde ich sagen, bis bald, euer Gesichtskino. Stopp! Da fällt mir ja noch was ein. Ich hatte ja noch eine Überraschung für euch. Ihr werdet euch alle freuen. Für alle habe ich heute den richtigen Part. Liebe Freunde, ich habe mir überlegt, zu meinem runden Geburtstag müsste ich eigentlich einen Künstler auftreten lassen. Und es ist mir gelungen, im 25. Jahr nach dem Fall der Mauer, entschuldigen Sie bitte diese Versprecher, den Künstler zu organisieren, der es laut eigener Aussage möglich machte, dass die Mauer gefallen ist. Ich hoffe, Sie haben viel Spaß mit ihm. Er präsentiert heute auf unserer Showbühne ein Medley seiner Erfolgstitel. Bitte begrüßen Sie mit mir den Künstler, wegen dem die Mauer fiel. Viel Spaß! Freedom.